Kaum mehr Bäume, Wüstensand, Hitzewelle. So könnte das Leben in 80 Jahren aussehen, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Die Simulation ist ein Teil der Klimaarena in Sinsheim. Unter dem Motto Entdecken, Erleben und Mitmachen ist sie Erlebnisort rund um das Klima. Wo soll man etwas über Klimawandel lernen, wenn nicht in einer Klimaarena? Denn wir berichten hier nicht nur über die wissenschaftlichen Grundlagen, wir berichten auch über die Themen, wie sich Klimawandel im Alltag in den Lebensumständen darstellt, also beim Wohnen, bei der Mobilität oder auch beim täglichen Einkauf. Um diese Themen in der Zukunft in den Griff zu bekommen, will die Klimastiftung für Bürger gerade die junge Generation fördern und aufklären. Dafür unterzeichneten die Stiftung und die Stadt Sinsheim eine Vereinbarung über eine enge Zusammenarbeit. In dieser Kooperation profitieren 200 Schulklassen von kostenlosem Eintritt und Workshops, um das Thema Klima in den Unterricht zu integrieren. Die Unterzeichnung des Vertrages ist auch ein Zeichen von unserem Schulträger Stadt Sinsheim, die halt auch finanziell sich beteiligen. Ja. Und ich verspreche mal einfach davon, dass es wirklich auch alle Schulen nutzen. Die Stadt Sinsheim fördert die Kooperation mit rund 100.000 Euro und setzt damit ein klares Zeichen für den Klimaschutz.